Es geht nicht beim Sachfragen, es geht immer um Eigeninteresse mittlerweile in der Politik. Ja. Und entschuldige, aber das würde ich wirklich nicht so stehen lassen wollen. Lassen wir den Herrn Thüringer mal ausreden. Das ist nicht der Grund, warum ich nicht der Politik gegangen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da ist schon eine gewisse Überzeugung für Werte da. Für Werte, okay. Sie haben jetzt da vor einer halben Stunde gesagt, dass Sie eben nicht so wie ein Politiker agieren, Sie probieren anders zu sprechen und dann machen Sie das, was jeder macht, Sie heben eine Tafel, wo in der Statistik um es mit irgendwelche Zahlen. Um zu visualisieren, worum es geht. Nein, aber wer kann das überprüfen, ob das richtig ist, was da nachher jeder überprüfen, genau das ist eine Quelle der Statistik Austria. Das ist transparent im Netz abrufbar. Das ist ja das Schöne am Netz, das ist alles transparent. Was ich sagen will ist, ja, und deshalb wollte ich einleiten mit dem Geldthema, weil das so wichtig ist. Jeder Mensch ist abhängig von Geld, ja, dass er überleben kann in dieser Welt, die wir uns geschaffen haben. Ja, jeder läuft dem Geld hinterher. Das heißt, der Topf, ja, ist der gleiche, die Schweine sind immer andere. Im Prinzip, die hinkommen. Ja, es geht um einen Topf. Ja. Und ich kenne Politiker, die gesagt haben, ich bin in die Politik gegangen, um etwas zu verändern, um zu gestalten. Habe nach einem Jahr bemerkt, ich kann da nichts verändern, ich kann da nichts gestalten, es geht eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt sitze ich aber trotzdem da. Warum? Weil ich kriege ja Geld, logischerweise. Ja. Genauso gibt es Journalisten, die sagen, ich geniere mich für das, was ich da schreibe. Ist das einfach mal Abmeldungen, wo ich sage, um Gottes Willen, was steht denn da? Das ist ja alles Schwachsinn, ich muss es aber schreiben. Wenn ich es nicht schreibe, bin ich meinem Job los. Das heißt, alle sind abhängig. In Wirklichkeit. Und solange wir als Menschen erkennen, dass es nicht darum geht, dass wir Konkurrenz untereinander haben, dass wir jetzt da sitzen, sie sagen, na, der Österreicher, der Fellner, den Herrn Fellner wischt jetzt eine aus, dem so geht nicht. Nein, ich sag, was ist. Ja. Ich sag, was sie verteidigen das. Sie sagen, na, das stimmt nicht. Ja. Wir dienen damit nur einem System, dass wir uns gegenseitig bekriegen, ja. Dass wir in der Schule gelernt haben, Konkurrenz ist gut. Kampf gegeneinander ist gut. Aber das ist nicht Menschsein in meinen Augen, ja. Menschen ist Kooperation. Kampf gegen Fenster ist notwendig. Was ich mir wünschen würde, ja. Dass überall sitzen gescheite Menschen. Ich sage nicht, dass jetzt die sind die Arschlöcher und die sind die Guten. Nein, es ist überall gut verteilt. Ja, es gibt überall Arschlöcher, es gibt in jeder Fraktion gibt's Leibernde. Ja, es gibt auch bei Österreich gute Journalisten wahrscheinlich. Ja, also keine Sie würden Frage, eine Fraktion ja. für das Leibernd Wichtige ist, eine... dass die dort sind, ja, die dort sitzen und sagen, Moment, da stimmt was nicht, es auch sagen. Dass sie an die Öffentlichkeit gehen und sagen, Moment, da ist etwas faul. Ja, du hast das Leibernd angezogen, scheißt die nicht an. Es scheißen sie alle an, dass wenn sie jetzt etwas sagen, dass sie den Job los sind, dass ihr Ansehen beschädigt wird, was auch immer. Ja? Weil sie alle derselben Sache hinterherlaufen. Ja, welches Schlüsselereignis hat Sie eigentlich so zum Pessimisten gemacht? Ich bin überhaupt kein Pessimist, ich bin positiv. Aber wie sind dann eigentlich die Pessimisten, wenn Sie ein Optimist sind? Entschuldige, wenn ich sage, habt doch mehr Mut. Ja? Na, aber Sie sagen jetzt, wenn alle unterdrückt, etwas. Sie machen ja hier es so ein Szenario von einem Sklaven her in Zeitungsredaktionen. Also ich weiß nicht, wie viele Zeitungsredaktionen Sie besucht haben. Ich dass alle Menschen dem Geld hinterherlaufen. Das tun Sie doch, oder? Okay, Herr Thüringer, ja. Würden Sie irgendetwas tun, ja, was das Ansehen Ihrer Zeitung schädigt? Würden Sie etwas tun, was Ihre Person schädigt? Würden Sie etwas tun, was Ihnen einen Job kostet? Würden Sie über diese Grenze überschreiten? Hätten Sie den Mut, also bewusst meine rote Zeitung Linie zu überschreiten? Also meine Zeitung bewusst schädigen würde ich nicht, aber natürlich, wenn es für mein Wohlbefinden richtig und gut ist, würde ich natürlich über jede Grenze gehen. Meine Frage, würde zum Beispiel im Kurier ja, die Möglichkeit bestehen, dass jemand einen Artikel verfasst, weil das auf YouTube kann man eh schon seit langer Zeit ein Video von den Landeshauptmann, den gibt es glaube ich nur als Landeshauptmann, wenn ich mich recht informiert habe, hat der über vom Pfarrer. Auf einen Pfarrer. Ja, haben wir geschrieben drüber. Ja. Und das ist ja. Was bewegt das? 20 Jahre her. Ist eine Geschichte. Aber egal, aber das sagt doch viel über den Charakter von diesen Menschen aus, oder? Ja, weil es ist auf YouTube lustiger, als wenn man schreibt, ne? Eben, es ist lustig. Aber Herr Thüringer, worauf wollen Sie raus? Wollen Sie darauf raus, dass etwas verschwiegen wird? Dass man gewisse Dinge thematisieren muss, ganz einfach. Und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Aber, genau. Ja. Aber das tun wir. So. Ja. Also ich spiele jetzt mal kurz ein. Wir haben es doch gerade durchgenommen. Ja. Wir haben einen Eigentümer dieser Bank und ich bin gegen das Bankgeheimnis. Jeder in der Bank wird sagen, das ist ein Blödsinn, was du sagst. Ich bin der Meinung, weil ich sehe, dass es missbraucht wird und weil ich es auch im europäischen Zusammenhang für überhaupt nicht notwendig sehe. Also schreibe ich gegen die Interessen meines Eigentümers. Ja, weil ich würde gerne das Herr versteht nicht, was ich will. Darf ich das nur kurz sagen? Ich glaube auch, dass der Herr nicht versteht, was ich will. Nein, ich würde es jetzt sagen. Jetzt lass mich das sagen. Wenn wir einen Innenminister haben, der verurteilt wurde, der ehemalige Innenminister Strasser, ja, dann wäre ich für den Journalisten die Frage, wie kann überhaupt so jemand in so eine Position kommen? Ja, hat es keiner gemerkt, wie der vom Charakter ist? Ja, vielleicht hat er sich verändert.
Nein, von einem Tag auf den anderen, nein, das glaube ich nicht. Jetzt kann ich sagen, okay, hat sich der verändert? Das ist eine Frage, die ich stellen kann. Ja, ich kann fragen, war der immer so und keiner hat es bemerkt? Oder ist es in so einem System ganz normal, dass man so ist? Entschuldigung, Herr Thüringer, ist nicht, unge-